Hi Leute, mein Name ist Frank und hier vor mir steht die neue Siemens EQ900. In den vergangenen Videos haben wir uns ja schon viele Features angeschaut, zum Beispiel die Bedienung über das Touchdisplay, den Barista-Modus, Home Connect, wie bereite ich Cappuccino zu, was kann man in der Coffee World entdecken, wie stelle ich Favoriten ein und so weiter. Ein Feature, was bei der EQ900 aber noch ganz besonders hervorzuheben ist, ist Bean Ident. Und was sich hinter dem Begriff verbirgt, das schauen wir uns heute an. Im Kern geht es bei Bean Ident ganz einfach darum, dass euch die Siemens EQ900 dabei unterstützt, die optimalen Parameter für die Kaffeebohnen zu finden, die ihr zu Hause nutzt. Ihr seht jetzt hier, ich habe eine dunkle Röstung und eine helle Röstung und wenn ich die jetzt in den Kaffeevollautomaten geben würde, müsste ich natürlich auch Parameter wie Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur, Stärke und so weiter entsprechend anpassen, um das Optimum aus den jeweiligen Kaffeebohnen herauszuholen. Schauen wir uns das doch jetzt einfach mal an. Ich bin jetzt hier im ganz normalen Klassikermenü und habe den Barista-Modus aktiviert. Ich kann jetzt hier mal drauf gehen und ihr seht jetzt hier, es gibt unterschiedliche Kategorien, Stärke, Mahlgradmenge, Kontaktzeit, Milchanteil, Brühtemperatur. Das muss ich im Prinzip manuell einstellen, beziehungsweise das habe ich in dem Fall auch manuell eingestellt. Jetzt kann ich aber Bean Ident aktivieren und der Maschine im Prinzip sagen, hör zu, da ist jetzt die und die Röstung drin. Dazu gehen wir hier auf Bean Ident. Es wird jetzt hier auch eine Einführung geben, falls ihr euch das anschauen wollt. Dann habt ihr hier im Prinzip ein paar Einleitungstexte. Ich lasse das an der Stelle mal beiseite. Wie gesagt, ihr könnt euch das gern anschauen. Und jetzt kann ich für Bohnenbehälter links und Bohnenbehälter rechts jeweils das Bean Ident System aktivieren. Was passiert dann? Jetzt klicken wir mal Bean Ident. Und ich aktiviere es. Jetzt gibt es hier vorgefertigt die Siemens EQ-Bohnen. Also der ein oder andere weiß vielleicht, dass Siemens auch eigene Kaffeebohnen in Kooperation mit einer Rösterei anbietet. Und darauf sind dann eben diese Profile schon ganz exakt abgestimmt. Ihr könnt aber auch natürlich das Ganze für eure eigenen Bohnen festlegen. Und dann seht ihr hier, sehr helle Röstung fruchtig, helle Röstung mild, mittlere Röstung ausgewogen, dunkle Röstung intensiv oder extrem dunkle Röstung markant. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das hier aktiviere, ganz beliebig, unabhängig davon, was jetzt im Bohnenbehälter ist, seht ihr hier, dass die Pfeile mir anzeigen, wie ich das Ganze einstellen sollte. Und ihr seht auch daran, dass jetzt quasi Bean Ident aktiviert ist. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und sagen, wir haben hier jetzt keine extrem dunkle Röstung, sondern wir haben eine helle Röstung mild, dann verändern sich die Pfeile natürlich entsprechend und man kann danach jetzt eben gehen und das Ganze feinjustieren. Ja, und das war es im Prinzip auch schon zu Bean Ident. Aus meiner Sicht ist Bean Ident eine tolle Sache für all diejenigen, die noch relativ neu im Bereich Kaffeevollautomaten sind, für die vielleicht die EQ900 der erste Kaffeevollautomat überhaupt ist. Und da ist Bean Ident dann einfach ungemein hilfreich, um zu verstehen, wie sich unterschiedliche Parameter, sei es jetzt die Kontaktzeit, die Brühtemperatur oder der Mahlgrad, auf den Geschmack des Kaffees auswirken. Und wenn man eben diese Anleitung bekommt, wie man bei einer dunklen oder hellen oder mittleren Röstung diese ganzen Parameter einstellt, dann kann man eben auch selbst noch viel besser mit dem Feintuning starten. Weil natürlich heißt es jetzt nicht, dass was Bean Ident sagt, automatisch der Weisheit letzter Schluss ist. Jeder von uns hat ja einen anderen Geschmack, aber er schickt euch im Prinzip, beziehungsweise das System, das Bean Ident System, schickt euch immerhin schon mal in die richtige Richtung und von da aus könnt ihr dann eben weitermachen, um euren perfekten Kaffee aus der Maschine rauszuholen. So viel von meiner Seite zu dem Thema. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare.